Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RTL Biathlon. Und wir sind mal wieder bei der Weltmeisterschaft in Pyeongchang. Und das war ja das letzte Mal schon auf dem schwierigen, also im Weltcup, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon ziemlich anspruchsvoll. Deswegen bin ich hier ja zufrieden, wenn wir vielleicht ein Top-10-Resultat bekommen. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, auch wenn ihr mich dafür vielleicht hassen werdet, ich werde vielleicht doch mal wieder ein bisschen Schießtraining machen, damit wir die Werte noch ein bisschen hoch bekommen. Ich hoffe, das ist jetzt okay und ihr seht das jetzt auch ein. Okay, Sprint, Frauen. Ja, knackiger Anstieg. Kleiner Anstieg, nochmal knackiger Anstieg. Wir machen jetzt erstmal wirklich das Schießtraining. Anna, super, 50 Punkte bei diesem... Oh. Also wie gesagt, ich meine, wir haben ja hier schon so oft Schießtraining gemacht, aber sind trotzdem halt sehr langsam. Punkte, naja, das kann ja was werden. So, naja, ich muss halt schauen, wie ich das hier echt rumkrieg. Dass ich euch noch halbwegs ein bisschen... Wettkampf bieten kann, ohne dass ich hier total versage. Ich meine, es läuft jetzt nicht wirklich gut. Ich bin irgendwie total raus aus der ganzen Sache, aber was tut man nicht alles dafür, dass man euch unterhält? Also ich mache das ja gerne, es ist ja trotzdem nicht so. Ich hatte in der letzten Folge natürlich so ein kleines Loch. Aber das heißt ja... Da gucken wir mal, was wir zusammenkriegen. Also ich denke mal, 50 Punkte wären es nicht. Aber wir kommen nah ran. 43. Naja, 86 Trainingspunkte. Immerhin. Wir trainieren 43 Punkte hier. Und dann nochmal 43 Punkte hier. Und da sind wir bei Ausdauer und Kraft dann ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Immerhin. Und es geht jetzt in den Sprint. Gucken wir, dass ich die richtige Taste drücke. Und dann geht's los. Natürlich wie immer ein perfekter Start, der uns natürlich am Anfang wieder nichts bringt. So, die laufen schon wieder dort mit 800 km/h los. Aber wir sind guter Dinge. Wir wollen hier dabei sein, ist alles. Der olympische Gedanke, auch bei Weltmeisterschaften. Können wir jetzt schon schießen? Das wäre cool. Das ist noch nicht die erste Zeitmessung, auch wenn sie so ein bisschen danach aussieht. Jetzt geht es hier, glaube ich, den ersten Hügel hoch. Hier können wir vielleicht sogar den Bergi nehmen. Den wahren Bergi, hat Benny geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Ich dachte, hier kommt eine etwas bessere, längere Abfahrt, aber da hätte ich mir das Profil vielleicht doch ein bisschen besser anschauen sollen. Ja, boah, wie schnell die sind. Die ersten sind jetzt schon beim Schießen. So, da gucken wir mal, wie viele Sekunden wir schon Rückstand haben. Boah, sieht aber gut aus. 15 Sekunden. Klasse. Naja, ich habe euch ja versprochen, die Saison spielen wir jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Und ob dann noch eine kommt, ich glaube eher nicht. Außer man fängt vielleicht einen ganz neuen Athleten an und geht dann komplett aufs Schießen vielleicht. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen sprinten, weil dort hinten kommt die Abfahrt. 20 Sekunden Rückstand. Huch, kurzer Ruckler. Boah, das ist viel zu weit.
So, springt man nochmal zum Schießstand. Na, immerhin sehen wir noch welche aufstehen. Die beiden deutschen Mädels. Puh. Das war nicht mal so schlecht geschossen, also müssen wir mal gucken, was wir hier. Wir haben jetzt bestimmt Rückstand von 40 Sekunden oder sowas. Ah, hier keine Zeitmessung. Eine kommt dort vorne. Nee, die läuft noch weiter. Cool, wir sind nicht mehr Letzte, also zumindest auf der Strecke. So, jetzt geht's hier erstmal hoch. Ansonsten bleiben wir jetzt mal so in dem Bereich, also ein bisschen drüber, aber nicht so extrem wie vorhin. So, das sieht nämlich jetzt besser aus als vorhin. Oh Gott, das war viel zu viel. Aber von der Zeit her sieht es okay aus. Wir konnten ein bisschen aufholen und jetzt gehen wir hier natürlich ein bisschen in die Abfahrt. Und da ist nämlich gleich schon wieder der nächste Hügel. Ein bisschen drüber. Also so schlimm wie Oberhof ist es nicht. Aber so, jetzt sprint man natürlich hier gleich um die Kurve, weil gleich die nächste Abfahrt ist. Ah ja. 23 Sekunden. Es bleibt natürlich dabei, wir müssen fehlerfrei bleiben, damit wir überhaupt irgendwie so einen Ansatz einer Chance haben. Ja, ich weiß, die Kraft ist niedrig, wir müssen aber hier ransprinten, damit wir. Aber immerhin laufen die auch gerade wieder los, die zwei deutschen Mädels. Also sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt schaffen hier. Oh Gott, der war knapp. Der auch. Der war gut. Der auch. Ja, der war knapp, aber es ging eigentlich sogar. So, Zeitabstand kommt diesmal hier wieder keiner. So, die Dame wird wahrscheinlich gleich rechts abbiegen. Hey Magdalena, rufen sie wieder. Naja, der war nicht so gut. Vorhin sind wir hier mit 22 reingekommen in den Berg. Aber wir schauen mal. Ja, das hatten wir hier vor uns auch schon. Gucken wir mal. Ich bin gespannt auf die Zwischenzeit. Es geht eigentlich. Wir sind gar nicht so schlecht. Wir verlieren halt auf manchen Streckenabschnitten halt ziemlich viel. Und auf anderen sind wir eigentlich sogar relativ gut. Oh, jetzt ist hier wieder. Ah, ich sehe nichts. Okay, ich bin gespannt. Jetzt gibt es gleich wieder die lange Abfahrt. 25 Sekunden. Ja, die Kraft ist kritisch, aber wir fahren jetzt eh hier einen langen Berg runter. So, jetzt brechen wir hier nochmal hinten raus komplett ein. Autsch, 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 autsch. Das war nicht gut. Haben wir ein bisschen zu viel Kraft rausgehauen. Und wir sind, oh je. Auf dem wunderschönen 13. Platz, wie immer. Obwohl ich eigentlich gar nicht, naja, 28 Sekunden, das war eigentlich gar nicht so schlecht.
Wie ihr seht, so schnell waren wir hier noch nie auf der Strecke. Mit Abstand. 15 Sekunden schneller. Wahnsinn. Und trotzdem keine Chance gehabt. Also sportlich auf jeden Fall. Und jetzt haben wir gleich noch die Verfolgung hinterher. Und ich mache jetzt wieder Schießtraining. Das wisst ihr, weil ich will das eigentlich so schön hier noch ein bisschen durchkriegen. 10 Punkte, 20. Keine Totenköpfe. Wir haben alles getroffen. Mensch, ich bin so gut. Das war sogar relativ schnell. Wir machen jetzt hier 50-50. Damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Na komm. Achso, ich darf die Maus nicht bewegen. Okay, da haben wir jetzt hier 96er Werte. Gehen in die Verfolgung. Ich bin gespannt, wie wir da mit 100er Werten fahren. Laufen. Natürlich ein perfekter Start. Also ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Hinter uns dürfte nichts kommen, vor uns auch nicht. Nein, nicht irgendwo dagegen fahren. Ich bin gespannt. Gehen wir hier natürlich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit hoch. Müssen, dürfen aber jetzt nicht vergessen, dass wir jetzt hier ein bisschen... Da haben wir nämlich in der ersten Runde ganz schön verloren. Ah, jetzt kommt der rote Balken hier auch wieder. Ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen. Okay, 13 Sekunden, also fast wie beim ersten Mal. Okay, probieren wir es mal. Dass wir hier mit einer ordentlichen Geschwindigkeit hochlaufen. So, jetzt sprinten wir hier so schön herum. 17 Sekunden, okay. Jetzt gucken wir, dass wir hier keine unsichtbare Ecke erwischen. Und jetzt laufen wir einfach mal hier rum. So, da läuft eine los. Und Liegendanschlag. Wir müssen natürlich fehlerfrei bleiben, wenn wir hier überhaupt irgendeine Chance haben wollen. Der war viel zu lange. Der war gut. War nicht schlecht, war nicht so schlecht. Wir haben aber schon ein Drittel haben wir fast verbraucht von der Kraft. Also könnte so werden wie vorhin. So, jetzt geht es hier mit einer ordentlichen Geschwindigkeit hoch. Wir gehen natürlich wieder runter, damit wir hier nicht zu viel Kraft verbrauchen. Ja, ich weiß, du meckerst gern. So, ich bin auf die Zwischenzeit gespannt. Ja, das geht. Rein von der Zeit her sind wir echt nicht schlecht. Es ist halt wirklich der Abstand.
der so gewaltig groß ist. Ordentlich Geschwindigkeit machen. 18,8, fast wie in der ersten Runde. So, nochmal schön zum Schießstand sprinten. Nicht an irgendwelchen Ecken hängen bleiben. Und wir sehen die Leute, wie sie gerade loslaufen. Also wir sind echt nicht schlecht zeitlich gesehen. Mal gucken, was im Massenstart geht. Und im Einzel, das haben wir ja auch noch. Und wir schießen auch richtig gut, muss ich sagen. Oder? Aber sind natürlich alle schon wieder aus der Strafrunde raus. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir haben aber gute Kraftreserven für die, oder Ausdauerreserven für die letzte Runde. Ja, das sieht gut aus. Bisschen runtergehen. Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht so ein schlechtes Rennen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß. Wir sind hier bei den 13,8 Sekunden. Also es ist wirklich... Ist wirklich ein gutes Rennen. Also müssen das halt einfach mal... Das ist halt die erste Runde, in der wir halt so krass verlieren. So, und jetzt hier nochmal Gas geben. Und diesmal wird die Zeit, denke ich mal, auch ganz gut. Jetzt sind wir natürlich hier bei 7,15 oder so, weil wir ja mit Rückstand gestartet sind. Deswegen können wir natürlich hier keine Bestzeit schaffen. 7,17, okay. Da konnte man natürlich hier vorne nicht rankommen. Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie es dann wieder Massenstart läuft. Ich bedanke mich hier erstmal bei euch fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr dann auch morgen wieder dabei seid zum Massenstart und zum Einzelrennen. Oder andersrum. Tschüss!